Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Persönlich bei Claudia Lesser. Schön sind Sie mit dabei. Mein heutiger Gast, darf man sagen, ist ein Hansdampf in allen Gassen. Man könnte sagen, dass, glaube ich, genau das seine ganz grosse Stärke ist. Er ist Inspirator, Texter, TV-Produzent und Direktor vom Arosa Humor Festival. Und das ist er. Das ist ein Powerman. Hat viele Ideen. Gefällt mir. Satire hat er, glaube ich, gemacht. He? Ja. Ich habe die Leute auf die Chippe genommen. Humor. Komik. Ich kenne ihn durch den Fernsehen. Was hat er mal? Comedy-Sendungen gemacht, glaube ich. Komiker, so viel ich weiß, ja. Er hat eine Sendung auf dem Schweizer, aber ist schon länger her, oder? Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung geheissen hat. Oh, wie hat jetzt auch die Sendung geheissen da? Ventil. Ventil. Mit dem Schalthebel und so weiter. Der wohnt oben in Gockhausen. Wie heißt der? Das ist der Frank Baumann. Was? Und da ist der Frank Baumann. Herzlich willkommen, schön bist du da. Es ist spannend, dass immer noch Ventil bei den Leuten hängen geblieben ist. Obwohl du das ja von 1996 bis 2000 gemacht hast, also 14 Jahre her eigentlich, oder? Ja, ich hätte jetzt eigentlich einen kleinen Doppelmord machen und wäre frei. Ja, das wäre so. Ich hätte ja gute Führung gehabt. Absolut. Und nach guter Führung hat man mich dann freigelassen. Genau, im Schweizer System. Es ist verrückt. Es waren so einfache Bilder, die zeigt, wo der Hebel, der die Allmacht vom System dargestellt hat. Krawatten auf den Tisch gelegt, oder Bleistift, die geflogen sind. Ganz einfache Sachen. Und ich, der alles besser weiss, immer, natürlich mir nie können ausmalen, dass es so nachhaltig ist, dass ich dann wirklich noch 14 Jahre später auf das angesprochen, häufig auch reduziert werde. Ist es mühsam, auf das reduziert zu werden? Ja, es ist in der Zwischenzeit, finde ich, man gewöhnt sich ja daran. Und am Anfang findest du es natürlich wahnsinnig toll und ja, jetzt hast du eine Figur geschaffen. Das war ja nicht ich gewesen, ich habe ja etwas dargestellt. Wenn jetzt der Derek zum Beispiel, wenn der auf der Straße angefragt worden ist, sie meine Handtasche gestohlen wurde, Derek, könnte mir helfen, dann war das natürlich ein riesiges Kompliment für ihn. Mhm. Niemand hat gefragt, wieso hat einer ihn in 23 Jahren, als er diese Sendung gemacht hat, 50 BMW gefahren. Er war nur Polizeiobermeister. Das fragt ja niemand. Das stimmt doch. Er muss korrupt sein. Er hatte einen IWC Da Vinci und einen Rolex Perpetual irgendwas. Niemand fragt, wer hat das Zeug her? Die sagen alle Leute nur, Derek. Und bei mir waren es die einfachen Sachen, die Metapher, auch Leute rausrühren. Und haben sie gedacht, der Baumann ist ja so. Mhm. Ich kann nicht einmal im Restaurant reklamieren, wenn die Suppe nicht gut ist. Das macht meine Frau. Nein, aber nicht wo. Ich lerne es jetzt langsam. Nein, ich lerne es langsam. Aber es ist einschneidend in dem Fall. Sehr. Ja, ja. Und so gesehen ist es, eine Zeit lang war es wie ein bisschen nervig, dass man gemeint hat, ich sei so wahnsinnig aggressiv. Mhm. Was ich ja gar nicht war. Für den Schauspieler ist es natürlich ein riesen Kompliment, wenn man ein Arschloch super spielt. Und die sagen, sie sind ein riesen Arschloch. Mhm. Für das Individuum ist es einfach die zweitbeste Option. Ja, und eben die Frage, ist es nervig oder nicht? Es hat sich jetzt ein bisschen verwachsen und die Leute sind auch milder geworden. Am Anfang waren die Leute wahnsinnig aggressiv. Viel aggressiver als ich, weil ich an ihrer Philosophie herumgeschraubt. Wenn jetzt jemand Fernsehen schaut, dann schaut er ja nicht eine Sendung über Afrika, sondern er macht, es ist ein Feister. Man schaut nicht mehr an und sieht etwas. Und das, was man sieht im Fernsehen, ist wahr. Das ist echt, man glaubt das. Oder? Und wenn jetzt einer so böse ist, dann glaubt man das. Aber es hat sich zum Glück ein bisschen verwässert. Was für eine Rolle spielt denn die Sendung noch in deiner Biografie, privat und beruflich? Ich hab wahnsinnig viel gelernt dort. Auch über die Machbarkeit, über die Möglichkeiten von dem Medium, wie weit darf man gehen, wie weit kann man experimentellerweise gehen. Und ich habe einen irrsinnig, also nebst vielen komischen Momenten, habe ich einen wahnsinnig spannende Sache mitgenommen. Das ist gegen den Schluss, ich habe dann gefunden, ja, jetzt gelangt es mir.
Es ist jetzt ein bisschen viel und immer das angesprochen werden. Und häufig werden die Sendungen viel zu früh abgesetzt, oder? Aber du hast sie ja selber. Aber ich habe sie selber abgesetzt. Ja, das ist eigentlich, ja, also eigentlich auf der einen Seite war es ein Fehler. Auf der anderen Seite war es auch gut. Ich dachte, man kann die Realität nicht mehr toppen, aber man kann es immer. Man kann es immer wieder toppen. Ja, aber das ist deine Art. Und? Das ist auch ein Teil von deiner Persönlichkeit. Ja, ganz oder gar nicht. Nein, das gibt es sogar nicht. Das ist mir noch nie passiert. Aber das ist ja ein Teil von deiner Persönlichkeit, oder? Denke ich auch. Ich habe ein leichtes ADHS. Darum haben dich deine Eltern an mich zum Malen geschickt, dass du dich... Ja, ich habe immer gezeichnet. Immer gezeichnet. Also, bei mir, also ich bin in der Zeit vor dem... Das ist alles nass. Für ein kleines Witzchen einfach alles nass gemacht. Ja, du, eben, man muss dann du musst das Ganze rein. Gehen. Ja, genau. Nein, ich habe immer müssen malen, immer müssen zeichnen. Im Restaurant, eben ein Föhnchen und so, hat es nicht gegeben. Ich habe einfach geheißen, jetzt bist du mal ruhig. Es wird heute nichts angezündet, es wird nichts kaputt gemacht, du malen. Und dann hast du das gemacht als Kind? Nein, ich habe jetzt ein bisschen eine Karikatur gemacht. Aber ich bin schon, ich glaube, ich war recht intensiv. Als Bub? Ich habe immer wieder Erfindungen gemacht, ich war extrem kreativ. Meine Mutter hat dann mitgemacht. Also, ich habe mir zum Beispiel eine Fernsehsendung angeschaut, «Sprung aus den Wolken». Dann habe ich gewusst, ich werde falsch im Springen. Bitte vielleicht. Ja, bist du? 6 oder 5. Und hat gesagt, ich brauche einen Fallschirm. Dann hat mir meine Mutter einen Fallschirm genäht, alles voller Wasser. Und ich habe den ausprobiert. Von einer Mauer oben runter, wo ich so 6-8 Meter war. Ja. Nur ist sie nicht senkrecht gewesen, leider. Das war ja kein Problem. Nein, sie war schräg gewesen. Also hat sich eigentlich den Fallschirm auch nicht öffnen können, obwohl er schon offen war. Ich bin irgendwie noch 2 Meter mit den Knien schon das erste Mal auf die Wand aufgetatscht. Und dann herabgeschrammt. Ja, ich habe viele so Sachen gemacht. Ja. Aber es hat dich nicht davon abgehalten, so Erlebnisse dann weiterzumachen, nehme ich an, oder? Es hat mich nicht davon abgehalten, Kind zu machen. Das ist ja dann gerade weitergegangen. Nein, Hast du ein gutes Verhältnis gehabt mit deinen Eltern? Ja, sehr. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Verhältnis gehabt. Gut. Ganz ein tragisches Einzelkind. Wieso das ist. Meine Frau. Behauptet deine Frau das so? Sie ist das 4. aufgewachsen und sie sagt immer, ja, du bist ein typisches Einzelkind. Was ist denn typisch am Einzelkind? Ja, gell? Was ist typisch? Ja. Einzelkind ist doch völlig normal. Nein, sie hat gefunden, ja, irgendwie, einfach wo es möglich ist, was soll ich jetzt sagen, teilen oder so. Mhm. Also ich tue zum Beispiel nicht gerne meine Frau teilen. Dann findet sie, hä? Schlechtes Beispiel. Nein. Verstehe nicht so, was ich das finde. Nein. Aber ich gebe zum Beispiel. Was soll ich jetzt sagen? Ich würde jetzt meinen Töff ungern einfach so jemandem geben. Mhm. Ich hätte jetzt sagen, Fühle, das ist sowieso gar nicht. Aber, das ist auch, nein. Das sind so Sachen, die sagen, du kannst doch das. Kannst du doch den geben. Und das ist sicher ein Defekt. Nein, aber um noch mal auf die Frage zu kommen, ich bin tatsächlich sehr komfortabel aufgewachsen. Wir haben immer also experimentiert, gewandert, gemacht und da. Und eigentlich viel kreative Sachen gemacht, also modelliert. Und dort habe ich viel gelernt, aber ich bin sehr, sehr streng aufgewachsen. Also strenge Form von... Dass sein Vater sehr klare Regeln gesetzt hat. Ja, also es war sicher er, der die klaren Regeln gesetzt hat. Und das habe ich eine Zeit lang natürlich grausam gehasst. Und habe aber an mir festgestellt, dass ich jetzt auch so streng war mit meinen Kindern. Mhm. Manchmal haben wir Diskussionen gehabt, dass meine Frau gesagt hat, hey, jetzt bist du einfach zu streng. Es ist ein Kind, du kannst nicht so streng sein. Und ich wollte gewisse Sachen einfach durchsetzen, unmissverständlich. Und das ist aber jetzt eigentlich gut. Also beide sind extrem zuverlässig, extrem pünktlich. Das sind so kleine Teile, die hilfreich sind. Oder sie benehmen sich anständig und sie sind, glaube ich, und sie haben es auch schon formuliert, dankbar. Aber als Eltern tut es einem fast ein bisschen weh, wenn man muss so streng sein. Sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Nein. Und Nein ist Nein.
Also das heisst, die Kreativität war bereits in deiner Kindheit ein grosses Thema, das von den Eltern auch sehr gefördert wurde. Es hat mal, du hast mal eine Antönung gemacht, es hat auch mal so einen imaginären Freund gegeben. Ich muss sagen, ich kenne das ehrlich gesagt auch. Wo du, wo du, wenn du ein Einzelkind bist, musst du einen Freund schaffen. Genau. Den habe ich mir erarbeitet. Und der hat aber physisch da gelebt bei mir. Haben wir einmal ein Schälchen gemacht mit Milch drin. Und das habe ich dann vergessen. Das Schälchen. Ist dann nicht so gut gewesen. Irgendwann. Irgendwann. Wie lange so hat dich denn der begleitet? Ja, das weiß ich nicht. Hey. Das müsste ich halt ein bisschen anlegen und von mir erzählen. Nein, ich weiß das nicht. Hey, ich bin da hätte vielleicht. Es ist vielleicht vor Kindergartenalter gewesen. Kindergarten, so dort umeinander. Es war vor Kindergarten gewesen. Das weiß ich noch. Ich habe dann noch ein Bad, also ich erinnere mich gerade an so eine Zeine, so eine Metallzeine, wo man könnte drin baden. Mhm. Und die war gefüllt mit Sand. Und mit der habe ich irgendwelche Sachen gemacht. Und ich weiß noch jetzt gerade, wie der Sand geschmückt hat. Mhm. Und wir haben dort drin gespielt, also der Freund von mir und ich, in der kleine Zeit. Also ich muss auch klein sein. Wir hatten ja ein gewisser Alter, hat man keinen Platz. Nein, du bist schon gar nicht mehr zweit mit dem niemand mehr. Ja, genau. Aber es ist lustig, das passiert ja auch sehr vielen Kreativen, dass man irgendwann eine Figur hat, wo man sich auch austauscht, oder? Wo vielleicht eine andere Ebene hast, wo kommunizieren tust. Ja, ich kann es ja, mich nicht beurteilen. Es ist einfach so, in meiner Jugend war das eine Grösse. Wichtig war. Und dann die Tigerfinkli. Die Tigerfinkli. Die Finkli mit dem roten Teil vorne drauf. Und die heißen Tigerfinkli, obwohl sie gar nicht wie Tiger aussehen. Und die habe ich gehasst. Weil die sind absolut unmännlich. Ich könnte mir jetzt kein falschem Springen vorstellen mit Tigerfinkli. Und das hat, glaube ich, zu einer schweren Psychose gehört bei mir. Tigerfinkli! Das heisst, seine Kinder haben keine Tigerfinkli wahrscheinlich auch gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, das haben wir dich gleich mal. Das ist echt, sonst ist deine Kinder. Weiß ich jetzt nicht, weiß jetzt nicht. Haben deine Eltern echt kein Problem gehabt, dass du hast in Journalismus nach der Wirtschaft studiert hast und dich mit Karikaturen? Natürlich. Es war eine Katastrophe. Also, mein Vater hat mich jetzt eher als Arzt gesehen. Wäre für mich eine Option gewesen, Frauenarzt oder so. Oder plastischer Chirurg, das wäre alles. Da hätte ich eine höhere Kompetenz gehabt. Denke ich, als Gestalterin. Ja, das ist natürlich nicht so der richtige gerade Weg. Aber ich hatte dort die Möglichkeit, ein Angebot zu bekommen, ein Volontariat zu machen. Ich habe das sofort wahrgenommen. Es ist auch heute wahnsinnig schwierig, eine Volontariatstelle zu kriegen. Ich habe das gemacht. Und dann hat es ein Inserat gegeben im Badener Tagblatt. Und die haben gesucht, einen Karikaturist, einen Reporter und einen Fotograf. Und da dachte ich, ja gut, ich habe schon so viele Gerichtszeichnungen gemacht und Karikaturen. Also bei der Zeitung, in der ich vorher war, ich melde mich für alle drei Jobs an. So schwer kann das nicht sein. Komme aber zum Preis von zwei. Und dann habe ich das gemacht. Dann hat der Chef dort eingewilligt, hat das noch irgendwie ein bisschen originell gefunden, so ein junger Typ, ich war wahnsinnig jung. Und dann habe ich angefangen zu fliegen. Und dann hatte ich also zum Arbeiten auch nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt, weil wenn es dann noch gut Wetter war, habe ich nach Bierfeld müssen fliegen. Ich bin also eigentlich immer dort auf dem Flugplatz gehängt und habe die krudeste Geschichte hergebracht, und nie jemand dran gedacht hat. Aber wenn es dann geheißen hat, irgendwo in Würenlos ist ein Verkehrsunfall, ich müsste dort an und gesagt, nein, ja. Yeah. Dann habe ich viel bessere Geschichte, weil ich etwas anderes machen. Und dann habe ich hat mir ein Kollege gesagt, ich soll doch mal zu Radio 24 gehen. Die sind jetzt frisch aufgegangen in Gomo. Ich müsste doch dort runter. Und ich dachte, Radio 24, super. Gomo, schön, ja, schön. Italien. Schön, schöne Frauen, genau. Schönes Leben. Super, ganz Klima, oder? Nicht so Verkehrsumfeld, die nehmen das gelassener dort. kann ich auch mit dem Flüger vielleicht ab und zu runtergehen. habe ich eine Kassette besprochen. Und zwar habe ich das gemacht am Mittag um 12 Uhr, wo die Kirchenglocke, ich habe in der Stadt, in der Mauer gewohnt, wo oben dran die Kirche angemacht war, wo die Kirchenglocke geläutet haben.
Oder es ist sogar, nein, es ist noch ein Mess. Oder, furchtbar. Dann habe ich gleichzeitig den Staubsauger laufen lassen und habe das irgendwie so halb unter der Bettdecke habe ich da meine Bewerbungskassette besprochen und habe ihm Schawinski geschickt. Dann hat er mir so von Tag an gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort, sie müssen vorbeikommen. Dann bin ich auf das Gomo runtergeblättert und habe bei den Dinnen gesagt, ah, ja, schön, sie suchen da eben Journalisten. Und das, vielleicht wäre das etwas für mich, ich soll mir gut Nachrichten lesen. Hä? Ja, da Nachrichten. Ein Zettel bekommen, der hat so chinesische Namen gehabt. Und das ist ja, wenn man Nachrichten liest, man ist eigentlich da oben, aber man sieht schon, da unten kommt ein Problem. Mhm. Und das machen sie, glaube ich, nur beim Schweizer Farbradio, dass sie sich vorher vorbereiten auf irgendeinen Text. Und das mal einmal durchlesen, das ist verpönt. Wer durchliest, ist feig, oder? Also bin ich dort hin und gesehen, der Chines kommt dort durch. Das ist ganz grob. Dann habe ich es irgendwie durchgestackelt. Und bin zwei Wochen dort unten in der Ferien gewesen. Ich komme nach Baden zurück, konnte aber nicht ahnen, dass die dort Radio gelassen haben. Jetzt haben die gesagt, Kollege, du hast drei Jobs für den Preis von zwei, hast du so vier, das ist einfach zu viel, das geht so nicht. Ja, und dann bin ich dort runtergegangen auf das Gomo. Und dann... Das war eine geile Zeit dort. Ich kann mir vorstellen, dass ja. Die Pionierzeit und mit dem Roger zusammen... Ja, es war sehr lustig. Ja. Er hat dich ja nachher auch als Anchorman zu Radio 24 geholt, wo es ja. Dann ein offizielles Radio war. Ja, ja. Das war sehr spannend. Was, hast du eigentlich aus dieser Zeit mitgenommen mit dem Roger Schawinski und dieser Radiozeit, die glaub, für dich auch sehr prägend war, oder? Ja, also sicher mal «You can get it if you really want». Mhm. Das ist nicht nur eine Hymne, das ist wirklich ein Credo. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren in Como am Essen und dann sagt der Schawinski, ich lüte mal den Geiselnehmer an. Ja. Und das ist irgendwie in der polnischen Botschaft in Bern oder wo, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, ist, haben sie einen Geiselnamen gehabt. Und dann gesagt, ich lüte jetzt denen an. Mir, ja, Roger, du läutest den Geiselnehmer an. Mach doch das. Ah, das war nicht, ich glaube, nicht in der Schweiz. Ich mag mich jetzt gerade erinnern, halt gleich wie Englisch oder so. Auf jeden Fall sind wir da am Essen, Spaghetti Vongole, und dann hören wir den Schawinski, der wieder mit dem Geiselnehmer telefoniert. Und das sind einfach so Momente, wo ich muss sagen, Herrschaft nochmal. Während andere noch am Diskutieren sind. Das ist die Hausfrage, oder? Ja. Ja. Dann hat er das schon gemacht. X so Situationen. Es hätte sein können, dass er am Sonntagabend gesagt hat, du, morgen ist 6 Leute, wir machen eine Live-Übertragung. Ja, morgen. Ja, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen arbeiten. Und dann hat man das gemacht. Es hat wirklich nichts gegeben, was man nicht hätte machen können. Und das hat mich begleitet, ja. Also, ja. Mhm. Ich versuche mit den Leuten, die ich arbeite, immer zu sagen, ja, aber gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt wenn man macht es, dann macht es eben nicht. Macht's, oder man macht es nicht. Und wenn man es macht, macht man es voll. Mhm. Mir ist aufgefallen, bei einem Tisch für zwei, du stellst auch die Frage, wer bist du? Das ist ja etwas, was der Schawi sehr stark geprägt hat. Ja, das ist eine alte Cronkite-Frage von einem amerikanischen TV-Mann. Wer bist du? Und das ist eigentlich eine von verschiedenen Eröffnungen. Also Gesprächsführung ist ja wie ein Schachspiel. Das ist eigentlich alles erforscht und ausprobiert. Man kann alles machen. Die wenigsten lernen sich Wasser einfach so über die Hose. Aber an sich ist alles ziemlich erforscht. Und eine Frage ist, wer bist du? Und die andere ist, warum? Mhm. Das ist auch eine tolle Frage. Und auf dem kann man enorm viel aufbauen. Da haben wir die Frage natürlich auch genutzt. Und so haben wir die Leute draussen gefragt, wer ist eigentlich der Frank Baumann? Und das sind die Antworten dazu. Er ist ein kreativer Mann, der viele Ideen hat und einen Haufen Projekte realisiert hat und umgesetzt hat. Ich finde es einen lässigen Typ aufgestellt. Humorvoll, lustig, bissig, satirisch. Jung geblieben, dynamisch, würde ich jetzt sagen. Ich würde jetzt mal sagen, er ist noch recht ein offener Typ, wenn man jetzt so schaut. Ich glaube, sehr gut, sehr nett. Hat's ja ein gutes Familienleben. Die Frau ist wohl künstlerisch tätig, bin ich sicher. Ja, das ist ein gutes Couple. Ich glaube, ich habe ihn vor langer Zeit irgendwann einmal gesehen. Ein bisschen farblos. Also, da ist jetzt mir nicht aufgefallen, dass ich jetzt finde, ich müsse mich an den erinnern. Nein, mir nicht imponiert. Er versucht immer humoristisch zu wirken. Sympathisch, aber auch ein bisschen giftig, glaube ich. Teilweise lustig, interessant, teilweise halt ein bisschen extrem. Provoziert ein bisschen. Er ist sehr sarkastisch. Eigenwillig. Er hat auch einen eigenwilligen Witz. Wegen mir muss er nicht immer lustig sein.
Wichtig ist ja der Inhalt, den er sagt. Ja, und manchmal ist der Eindruck vom Fernsehen täuscht, wie sie privat sind. Das ist wahrscheinlich auch mal nicht das Gleiche. Sympathisch. Aber ich hätte ihn nicht als Mal. Der Beste ist der Farblos. Der ist der Böhner. Oh, super. Ja, ist ein bisschen farblos. Ist ein bisschen farblos. Ausgerechnet du, oder? Ja, nein, ja, genau. Oh, ich bin eigentlich ein Bünzli, muss ich sagen. Ich bin, du sagst es einfach, du sagst ein Langweiler, ja, oder? Ja, ja. Ich bin. Ja, wenn man die ganze Zeit so intensiv durchs Leben geht, dann wird man vielleicht einmal einfach nur da sitzen und ein Buch lesen. Mhm. Oder so. Es hat mal, Schweizer Fernsehen hat mal eine Umfrage gemacht. Über mich, zu Ventilzeiten, das war noch vor der Rose vom Montreux. Also eigentlich noch nicht, wie soll man sagen, geadelt, sondern einfach nur da der Amok. Und dann war es interessant, dass die Frauen extrem auf den jungen Mann abgefahren sind. Das hat man ja jetzt auch gespürt. Ja. Ja. Es hat haltet nach. Jetzt kommt eben die Härte. Und die Frauen, die mich besonders gut gefunden haben, sind in der Regel über 65 gewesen. Das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, als ich mehr dort, ein Feeling für Praxisassistentin hatte. Und Dentalhygienikerin. Also, auf alle Fälle haben die das gesagt. Und dann ist herausgekommen, warum? Die Frauen haben gesagt, es wäre doch schön, wenn ihr Mann auch ein bisschen mehr so ein bisschen pfiffig ist und mal einen Spruch ein macht. Oder über etwas kann lachen. Meine Frau und ich lachen zum Beispiel wahnsinnig viel. Aber über sich kann lachen und so. Und etwas macht, was andere nicht machen. Ein bisschen, ja, so ein bisschen etwas läuft. Oder? Mhm. Und meine Frau sagt etwa mal, weißt du, es wäre so schön, wenn ein bisschen etwas laufen würde. Wenn einfach du mal ein bisschen du bist aus dir rausgekommen. Ja, genau. Nein, es ist, manchmal ist es ein bisschen. Wie würden Sie dich beschreiben? Das ist eine interessante Frage. Wie würde sie mich beschreiben? Vielleicht als humorvoll, integer, kreativ, anstrengend. Bist du anstrengend privat? Ja. Yeah. Nicht immer, aber es gibt gewisse Sachen, wo ich dann. Das ziehe ich dann durch. Egal was ich. Als ich anfange zu fliegen, habe ich gewusst, Kunstflug. Es kann nur in die Richtung gehen. Es geht nicht einfach von A nach B. Oder sagen, oh, das ist der Glärnis und das sind die Mieten. Nein, das ist wirklich richtig, wie sie sind. Also im Privaten, du ziehst es dann auch durch. Genau, und das ist manchmal einfach ein bisschen anstrengend. Wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich das auch. Mhm. Und das hat unser Sohn auch, also und unsere Tochter auch. Das geht so, dass sie einem wirklich schon als kleine Kind also abgeschliffen haben bis auf den Knochen. Und dann noch weiter. Bis ins Mark. Hast du gesehen, was seine Eltern ja, natürlich. Natürlich. Und ich setze aber auf die Enkel. Weißt du das? Okay. Ich kann warten. Ja, sicher. Okay. Also, du nimmst das Learning daraus mit. Und ich warte. Die werden bestraft. Es kommt alles wieder zurück. Was mich ein beunruhigt, ist, dass sie dann vielleicht ihre Kinder mir abgeben wollen. Das wird definitiv so sein, glaubst du? Weil sie werden meistens bei schönstem Wetter. Ja. Das kann man du kannst ja mit deinen Hobbys, weißt, beim Golfen kannst du ja dann so ein bisschen das auf der Seite anstellen und so. Ja, genau. Oder? Das geht ganz gut. Was mir aufgefallen ist, ist, das ist sehr spannend, dass die Beziehung, das ist den Leuten ein lässiges Couple. Also du und Gabriela, ihr habt etwas, wo ganz wenige Perlen haben. Die haben nämlich zum Beispiel eine Ehe, die seit 26 Jahren lang funktionieren tut. Und zwar auf eine gute Art und Weise. Wenn man euch bei der Buchpremiere wieder von deinem letzten Buch gesehen hat, dann hat man das Gefühl, ihr seid noch sehr verliebt. Ja, ja. Ja, wir haben wirklich eine ganz gute Zeit miteinander. Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Zeit endlich ist. Oh, wirklich? Auch nach 26 Jahren? Ja, irgendwann wird bei einem das Licht abgelöst. Und wenn das passiert, dann ziehe ich nach Pfalz. Das ist eine gute Option. Aber bei uns ist ja noch speziell, ihr arbeitet und ihr lebt zusammen unter einem Haus. Wir hören ja jeden Paartherapeut, wir sagen, macht das ja auch nie. Also, aber wir arbeiten nicht in der gleichen, also in dem gleichen Büro. Selbst ist sein und sie macht ihre Bücher und dort bin ich nur Lieferant und ich mache alles, was man nicht so muss können, was nicht so arbeitsintensiv ist und dort redet sie mir dann auch nicht rein. Klar, wir tun uns austauschen, wir tun viel mailen miteinander, weil es einfacher ist als über einen Schrei oder Aufstand überlaufen.
Wir haben eine speziell spannende Beziehung, weil sie einfach, weil viel Respekt dahinter ist und viel, viel Vergnügen und viel Spass. Es hat auch Momente, die schwierig sind, natürlich. Gibt auch ernste Dinge. Aber wir haben, glaube ich, gute Spielregeln definiert von Anfang an. Wir sehen, wir spielen Fußball und nicht Handball. Das finde ich noch, das ist noch wesentlich, oder? Das ist noch wesentlich. Was heisst das in der Realität? Was spielen Sie da? Ja, also wenn man Fußball spielt, ist die zweitbeste Idee, wenn man im 16er den Böll in die Hand nimmt. Spontan, oder? Das geht dann nicht. Und das, aber das ist eine reine Frage von der Definition. Wie man es feststellt, man könnte sagen, wir machen irgendwie ein Jekami. Das ist auch gut, nichts gegen das. Wir haben jetzt die andere Variante gewählt. Und ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Form. Spielregeln genau definieren. Ja, weil man kann das Vertrauen noch mehr ausbauen. Also jetzt hast du endlich mal jemanden gefunden, mit dem du zusammen sein willst. Ihr vertraut einander. Und dann zieht die Idee über den Tisch. Das ist eine ganz blöde Situation. Wie willst du den Nächsten oder anderen vertrauen? Man wird ja ist es schwierig in der freien Wildbahn im Leben, weil wenn dir alle irgendwie das Fleisch wegfressen oder in die Ferse nie sagen. Und vor dem Hintergrund ist es enorm wichtig, dass man eine hohe Loyalität und viel Respekt hat. Und die Ehrlichkeit, denke ich, ist wahnsinnig wichtig. Sie haben mal gesagt, Sie seien beide sehr friedliebend, oder? Das widerspricht Sie nicht. Sie nicht? Nein, sie wollte immer Stress machen. Und ich sage, Gabi, es hat keinen Sinn, wir wollen über das nicht diskutieren. Wir wollen. Ich will auch keine Streitereien. Das ist verlorene Zeit. Das nervt mich. Wir müssen diskutieren. Nein, sie ist auch sehr friedliebend. Aber sie hat früher so zum Teil dazu geneigt, also irgendwie eine Diskussion vom Zaun zu reissen, die gar nicht nötig gewesen wäre. Weil ich zum Beispiel nicht gewusst habe, wo Butter ist. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und da hat sie sich masslos aufregen können, dass ich in den Kühlschrank schauen konnte, ob sie allenfalls dort ist. Ist mir in dem Moment habe ich nicht über die kreativen Ressourcen verfügt, um zu sagen, vielleicht ist sie im Kühlschrank. Und dann hat das Maxim diskutiert. Oder der Kehrichtsack ist so ein beliebtes Thema, dass sie der Kehrichtsack, also ich weiss nicht, wie du das machst, aber es gibt ja nur, wir sagen, homologierte Säcke. Ja. Da jetzt im Volk, also sind es Volkisäcke, die haben einen Stempel drauf. Den benutzt sie noch nicht. Sie nimmt einen nicht homologierten Sack, sagen wir mal einen 60-Liter-Sack, füllt den, tut den 60-Liter-Sack in 30-Liter homologiert reinstopfen. Stampft noch drauf und dann nimmt sie einen zweiten von diesen Säcken und tut den auch noch in den 30-Liter-Sack. Und dann macht sie am Schluss, tut sie so einen Knopf machen und dann ist das zusammen und da, jetzt überall so. Und dann sagt sie, du hast den Kehrichtsack nicht rausgetragen. Dann sage ich, ja. Es war mir zu riskant, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin schon x-mal am Kehrichtsack vorbeigelaufen. Ich trage ihn aber nicht raus, auch unter anderem, weil ich weiss, 1,50 Meter vor dem Container reisst den sich. Aber dann kann sie diskutieren, wieso hast du den Kehrichtsack nicht? Oder ich parkiere nur rückwärts. Das ist wahnsinnig. Am Schluss sind es doch die Marotten, die hast du gesagt, ich habe einander lieber tut. Glaube ich, das wird bei euch genau gleich auch so sein. Ja. Du hast dich glaub, mal sehr um sie bemüht. Das war ja als Stewardess, als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Und hast hier, das, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Überall, wo sie angeflogen ist, Geschenke angeschickt. Ja, das war ein grosser Fehler. Mitgeben, das verstecken, das ist alles klar gewesen. Oder sie ins Cockpit führen, kommen zu lassen und der Captain übergibt ihr etwas. Oder sie ist am Pool in einem Hotel und einer taucht auf und hat einen Strauß Rose in der Hand. Wahnsinn, die also, irrsinnige Sachen. Ja. Aufwendig. Ja. Zum Teil auch schmerzhafte Sachen. Aber ich kann wirklich alles geben. Oder? Und dann zum Beispiel das Auto eingepackt mit Packpapier und alles, also schön Geschenkpapier. Und ich war selber drin und sie ist vom Flug zurückgekommen. Und sieht das eingepackte Auto. Dann dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn das? Reisst es auf, macht die Tür auf. Und dann habe ich so die Musik angelassen, der Kaffee ist fertig. Und das Frühstück, unglaublich steht es zu dir. Und
Da haben immer meine Kollegen gesagt, mach das nicht. Du versiechst uns das Spiel. Das geht nicht mit. Dann ihre Frau gesagt, könntest du doch auch so sein wie der? Könntest du doch auch mal ein bisschen kreativ sein? Und jetzt muss ich sagen, mittelfristig, langfristig hat sich herausgestellt, dass meine Frau dann sagt, könntest du auch mal wieder so ein bisschen kreativ sein wie früher? Früher hast du das noch alles früher für mich hast du noch gemacht. Jetzt ist alles normal. Und das ist natürlich so in jeder Beziehung. Am Anfang ist es ein loderndes Feuer. Es tut wie verrückt. Und irgendwann ist das Feuer weniger. Und dann gibt es halt Glut. Und die Glut ist sehr heiß. Man ist besser, Wurst auf der Glut zu breiteln. Aber gleich ab und zu mal so ein bisschen machen. Und ein Hölzchen drauflegen. Und jetzt tue ich schon Wasser predigen und eintrinken. Weil ich habe eben die Kraft. Auch nicht immer. Ja, du wärst fast ein bisschen übermensch, wenn du die Kraft ja, immer hättest. Und das tut einem auch so ein bisschen weh. Manchmal. Und wir diskutieren natürlich auch viel über das. Ah, jetzt wäre doch, wär doch eine Chance gewesen, jetzt noch etwas zu machen. Aber dann bist du irgendwie ja, vom täglichen Überlebenskampf gebeutelt. Dann ist es noch schwierig. Dann langt es für Kreativität in der Beziehung. Ja, und so den Lift anzuhalten und Kleider vom Leib zu reissen. Also, ja, das bräuchte dann viel Energie. Ob man das allenfalls auch im Gesicht sieht, also wenn wir hören, Peter Sasi hat auch beim Frank ins Gesicht geschaut und ein paar spannende Stärken ausgemacht. Frank Baumann, herzlich willkommen bei Teleclub. Ein fantastischer Schweizer, also wer könnte eigentlich Frank Baumann nicht? Was man bei ihm, seinem Gesicht, ganz schnell sieht, ist seine Kommunikationsfähigkeit. Und das sieht man auch bei einem Menschen, weil eben die Distanz da zwischen den Augenbrauen und dem Auge da zwischen denen am meisten Haut sichtbar ist. Und das heisst, er kann sehr gut sich verbal ausdrücken. Er weiss, wie er redet. Er kann sehr gut und mit den Leuten umgehen, in seiner sprachlichen Hinsicht. Er hat eigentlich das Talent, im richtigen Moment das Richtige zu sagen oder zu fragen oder auch Stellung zu nehmen. Gleichzeitig kann es aber auch noch sein, dass er fremdsprachbegabt ist. Das müssen wir dann herausfinden nachher. Es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass er auch fremdsprachbegabt ist. Er lernt leicht fremde Sprachen. Ob er das wirklich lebt und sich das bewusst ist, das werden wir sicher nachher hören, wenn Claudia mit Frank dann noch wird reden. Dann hat er etwas Wunderbares. Er hat auf der linken Seite da hat er so eine Seelenfalte. Das ist eine ganz starke Falte, die hier gerade raufgeht. Und das heisst, der Frank hat irgendwie in der Vergangenheit, ob als Bub oder später oder in seinem Leben, in der Vergangenheit irgendwann einmal Sachen erlebt, die ihm nicht so gefallen haben. Vielleicht hat man etwas wehgetan, oder? Es kann auch mit der Gesundheit zusammenhängen, aber es kann auch eine Krise sein oder ist traurig sein, oder es hat ihn etwas belastet. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, die Erkenntnis, sie ist durchgehend. Sobald sie aber durchgehend ist, und das ist bei Franken so, dann ist es für ihn heute abgehakt. Wahrscheinlich ist es auch schon länger abgehakt. Dann, was bei Frank Baumann ist, schauen wir hier ganz breite Nasenrücken. Das ist der Teil aber sehr, sehr breit hier. Und das ist seine Belastbarkeit. Der Frank ist das ist für ihre Mauer abspringen. Er hat sogar Freude, wenn er viel zu tun hat. Wenn er viel, viel, viel markant unter Druck steht. Ein bisschen unter Druck sein gefällt ihm. Unter Druck sein ist das ist. Dann ist er auch effizienter. Er kann dann verschiedene Sachen alles miteinander machen. Oder er hat dann schon wieder etwas Neues. Aber er ist von dort her sehr, sehr, sehr belastbar. Dann, was bei Frank auch noch sehr speziell ist, ist dann da sein Grübli da unten. Er hat hier unten so ein Grübli da. Das ist eigentlich ganz fein, es ist nicht grob, aber es hat eine ganz spezielle Bedeutung. Und da gibt es drei verschiedene Situationen. Frank sagt, er ist betupft sein, beleidigt sein, oder Mimose. Aber Mimose bist du nicht. Mimose, das wär, ist es viel zu wenig stark da. Aber ich denke schon, dass es zwischen betupft sein oder ein bisschen beleidigt sein, könnte es dann schon sein, ob du das jeweils zeigst oder nicht zeigst. Das kannst du für dich in Anspruch nehmen. Oder du sagst es dann auch wieder direkt, wenn dich etwas trifft. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlimm. Du bist dann auch nicht nachtragend. Aber du kannst mit dem sehr gut umgehen. Also, manchmal ein bisschen sensibel. Und das hilft dir ja dann auch, deinen Charme richtig jeden Tag auszudrücken. Originell. Originell? Ja, ein origineller Typ. Gell? Sag mal, er macht es wirklich gut. Absolut. So, was trifft denn zu? Mimose, ja, kennst du das vieles. Beleidigt? Nein, das kann ich nicht. Also ich bin weder eifersüchtig noch nachtragend.
Und Mimosen, das ist das Einzige. Oder sensible, muss man als Künstler auch ein bisschen sensibel sein? Ja, Künstler ist jetzt gerade ein bisschen hochgegriffen, aber... Also kreativ. Sensibel, vielleicht, ja, vielleicht bin ich sensibler, als ich zugebe. Das ist durchaus möglich. Aber ich bin glaube nicht in Mimosen. Ich habe schon so viel einstecken. Also. Ich würde auch sagen. Die Breite mit dem Nasenrücken. Also man hat bei dir das Gefühl, du machst sehr viel nebeneinander. Dass das auch so deine grosse Stärke ist. Dass du eben fast Energie aus dem gewünscht, was alle immer sagen, sei verpönt, dass man sich auf etwas konzentrieren muss. Du kannst ja locker mehrere Sachen miteinander machen. Es ist eben so, dass... Jetzt hast du am Schluss gleich gesagt. Du hast gesagt, mehrere Sachen miteinander. Meistens sagen die Leute, ja, du machst so viele Sachen gleichzeitig. Nein, ich mache nichts gleichzeitig. Ich mache eins nach dem anderen. Im ersten Teil von der Frage hast du es anders gesagt. Ja. Ich mache eins nach dem anderen. Wenn ich jetzt da bin, bin ich nur da. Und zwar mit aller Energie, die ich habe. Ich habe noch zwei, drei andere Baustellen im Moment gerade, aber ich bin nicht dort. Mhm. Und wenn ich... Wenn das hätte aber etwas mit dem im Moment können sein, oder? Ich schaffe das daran, ja. Das ist eine grosse Qualität, wenn du das schaffst. Ja, wir haben beim viel klettern mit meiner Frau und das ist dort noch recht hilfreich zum Lernen, weil du konzentrierst dich auf den nächsten Move und wenn du das nicht machst, kommst du runter. Ja. Leider hat sie besser geklettert als ich, und da müssen wir einen anderen Sport abfinden. Nein, aber ich versuche das im Moment zu sein, mich auch auf etwas einzulassen und zu konzentrieren. Ich mache nichts gleichzeitig, glaube ich. Ich mache eins nach dem anderen. Und wenn ich Golf spiele, spiele ich nur Golf. Und wenn denke ich nicht an meine Frau. Und wenn ich mit meiner Frau im Bett bin, denke ich nicht an das Golf spielen. Ich versuche das wirklich. Aber es geht auch nicht immer. Es klingt mir auch nicht immer. Also wenn dann der Druck gross genug ist und der Ärger gross genug, dann läuft mir irgendetwas nach. Und dann braucht das so wahnsinnig viel Energie, sich zu fokussieren, zu sagen, halt, ich ausblenden. Kann ich eben auch nicht immer. Du, was hat es denn mit deiner Seelenfalte da auf sich? Hast du in der Kindheit mal etwas sehr einschneidendes erlebt? Schwierig. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe mich mehrfach geschnitten. Natürlich. Neues Sackmesser gleich neue Naht. Das ist ganz klar. Also ich habe einmal da von da oben einmal rundherum geschnitten. Super gewesen, super. Das war aber dann im Militär, wo es mir gesagt hat, ja, man kann doch nicht, das kann man jetzt, also weiss Gott, in einem Krieg kann man nicht einfach nähen. Und da habe ich jetzt recht lange kein Gefühl gehabt, dem Finger, wo das geht, jetzt war ich immer ein bisschen verletzt als Kind. Aber sag jetzt, nein, Seele kann dir nicht helfen, einfach die normale seelische Grausamkeit, die man als Kind erlebt, oder durch Lehrer, so Sachen. Bist du auch einig? Marco hat uns erzählt, dass die Schulzeit für ihn ein Graus war. Der ist ja Lehrer geworden, mein Marco. Ja. Marco Rima. Der schlank, der grosse, lang, dünn, eben der Marco Rima. Ja. Er sieht ein bisschen aus wie ein Seat-Ibiz aus dem Aargau. Tiefer gelegt und verbreitert. Ja, das ist ein guter Typ. Aber Lehrer ja, sind schwierig. Ich würde jetzt, würde ich jetzt schon mal an nach einer Privatschule Ausschau halten. Du meinst, das ist wichtig? Sehr. Und sich schon mal jetzt auf Elternabende vorbereiten. Das ist ganz wichtig. Nie unverpflegt an einer Elternabend. Du bist so lang. Geht endlos lang. Und dann sagt dann Frau Muckli, die Lehrerin, sagt er, ja, ich habe noch ein bisschen Salzgebäck da parat gemacht, für eben, was Salzgebäck kommt. Und dann habe ich noch ein Wasser, aber ohne Löcher, gell, sie wäre beim Gurbschen. Und dann hört es nicht auf. Das hast du dir auch angetan? Mehrfach. Und dann sagt dann irgendeine Mutter, ich hätte noch eine Frage. Und dann, das musst du jetzt merken, Lehrer wollen keine Frage gestellt haben. Mhm. Wenn sie sagen, hat noch jemand eine Frage, wollen sie keine Frage. Sie wollen nur den Job erfüllen. Und jetzt gibt es eine Grundregel, nie eine Frage stellen. Weil dann ist das nicht mehr wie wenn ein Bergbächli kommt. Dann bricht der Ass am Staudamm. Und dann hat jede Frau Muckli eine Frage. Was hast du für eine? Ich habe eine Frage. Du hast sie nach Karten ausgesucht. Nein, ich habe sie blind gezogen. Du hast sie blind gezogen, ja. Aber du hast diese Karte gezogen. Und was muss ich jetzt sagen? Hochzeit. Was fällt dir spontan dazu ein? Da fällt mir spontan dazu ein, dass als ich noch jung war, mit meiner Frau frisch verheiratet, sind wir zur Nacht baden, am Zürichsee. Nackt. Selbstverständlich. Und mit dem TÜV heimgefahren. Die Polizei hat euch nicht verwischt. Es hat eine Polizeikontrolle gegeben. Nein. Jetzt ist es, wenn man nachts auf dem TÜV ist, speziell. Aber die Kontrolle ist in die Gegenrichtung gegangen.
Wobei unser Puls ist auch recht hoch in dieser Phase. Ich mag mich nur erinnern, wie der so. Hey, also, eure Beziehung, muss ich ehrlich sagen, die birgt alles. Oder? Ja, sie sagt jetzt. Aber heute machen wir das eben nicht, du müsstest mal wieder mit ihr nackt baden. Du bist ja ein Helm, weißt du, ist das lächerlich? Du gehst nackt im TÜV, hast auch das Helm. Hallo. Mitdenken, Lässer, ein bisschen mitdenken. Nächstes. Ich finde es grossartig. Ich lasse die anderen Karten weg, aber ich würde ganz schnell noch. Ja. Schlüssel, ich habe nur einen Schlüssel. Du hast nur einen? Ja, Schlüsselbund. Für das Haus in Zürich und für das Haus in den Bergen habe ich den gleichen Schlüssel. Ich habe mal neu gelesen. Die Einfachheit. Je weniger Schlüssel das man hat, desto reicher ist man. Finde ich schön. Ist das eintroffen? Aber jetzt nicht Leben? Finanziell. Nein, aber du hast. Oh, reich im Leben. Du musst nicht einfach sagen, welche Schlüssel muss ich jetzt nehmen und so. Ja. Ich finde jetzt eben sehr spannend, dass nachdem du so viel über deine Beziehung gesagt hast, das dein nächstes Buch ist, das im Mai rauskommt. Ja. Nachdem du zuerst gesagt hast, Single in 365 Tagen. Ich fange nie an golfen, weil die Gefahr sehr gross ist, dass einem das sogar noch schneller passieren tut, wie 365 Tage. Aber die Antwort gibst du uns ja dann in diesem Buch. Ja, das erste Buch ist es darum gegangen, wie man schlechter Golf spielt. Das ist also eine minutiöse Anleitung, wie man schlechter spielt. Mhm. Weil, wer schlechter spielt, hat mehr vom Tag. Mhm. Also, wenn du eine Tageskarte kaufst zum Skifahren und sagst, ich will so gut wie möglich, fahre nur einmal runter. So wenig Schläge wie möglich, ist das für viele das Ziel. Nein. Wenn du sagst, ich will so viele Schläge wie möglich, dann amortisierst du natürlich alles viel besser. Das ist eine minutiöse Anleitung mit Zeichnungen, oder endlich mal die Zeichnungen können einsetzen. Ist nicht der Marco Rima auch noch drin? Irgendwann? Wahrscheinlich, weil er ist ja auch ganz ein verrückter Golfer. Er ist ein verrückter Golfer, ja. Das zeigt, dass deine Karikatur, das ist das, was dich auch prägt. Das Leute nicht genommen noch. Voilà, voilà, das ist großartig. Wunderbar, das ist ein glattes Jahr. Ja, das ist die nächste Frage, Frau Lesser. Genau, aber das sind jetzt die drei Bücher. Du wirst uns auch ein paar davon verschenken, ja, mache ich unterschreiben, wo wir jetzt bei uns gewinnen auf unserer uneingeblendeten Seite zusammen mit 1000 Franken vom Möbelpfister. Die verlosen wir ebenfalls. Aber das also ist bei ja jedem Buch liegen 1000 Franken nein, vom nein, nicht bei jedem. Eins, genau, bei einem wird das dann beiliegen. Ja. Ich sage danke vielmals. Ich habe noch ein kleines Geschenk zum Schluss. Ein Parfüm für dich. Ich weiss nicht, ob du ein Duftaffine bist. Sehr gut. Bist du ein Duftaffin? Ja. Ich habe dich sehr gut geschmeckt, Barane, als ich dich geküsst habe. Und es hat dir gut geschmeckt. Freue ich mich. Danke vielmals, Mann. Ich habe mich sehr gefreut. Danke auch. Nächste Woche gibt es natürlich eine weitere Ausgabe von «Persönlich bei Kleider Lesser» am Donnerstagabend 20.15 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinschauen. Und der Frank unterschreibt jetzt noch schnell die drei Bücher zum Schluss. Das würde mich sehr freuen. Sehr gut. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.